私と同じ時
zusammen miterleben werden. Und dann kann ich es auch fertig machen und dann wird das nächste Woche Freitag losgeschickt. Wir haben jetzt Samstag. Ich habe dann erstmal 3 Probetage und dann habe ich meinen Streamtag, wo ich kurz aufschnaufen will. Und dann geht's wieder im Rush weiter mit Projektis. Aber auf jeden Fall, es wird jetzt Zeit, das zu linearten und farbig zu machen. Und ich habe vielleicht für nächsten Monat einen fetten Auftrag. Ich habe jetzt erstmal ein paar Wochen, um in Ruhe die Skizze zu machen. Oder 2,5, muss mal gucken, wie die Füße schwingen. Aber auf jeden Fall freue ich mich über das Motiv. Und also für den Aufwand wird das finanziell ganz geil. Vor allen Dingen, weil ich eh nächsten Monat mir neue Rohlinge kaufen will für Tassen und so. Dann kann ich das Geld gleich da drin investieren und muss es nicht woanders abgreifen. Und wenn die Probetage gut werden, so zum krönenden Abschluss, dann habe ich vielleicht nächsten Monat auch wieder Jobby, wo es dann dadurch auch finanziell besser aussieht. Also von daher, Däumchen drücken und jetzt erstmal Bildchen machen.
Oh, was das ist? Das fühlt sich gerade gar nicht cringig an, aber das ist eine wunderschöne Thermostasse, die ich bei mir im Shop habe. Zugegeben, das hier ist Fehldruck. Wenn ich den Beutel rausgenommen habe und das nehmen kann, kann ich es. Aber von außen ist merke ich gar nichts von der Wärme, aber believe me, der bleibt stundenlang warm. Und ist auch auslaufsicher, zumindest bei warmen Sachen. Zumindest typisch dank Vakuum drauf, wegen, wie man so schön sieht, wie es beschlägt. Aber man kann wunderbar draus trinken, mit und ohne. Ich nehme am liebsten mit, weil ich mir dann ein bisschen schlauer und eloquenter vorkomme. Aber ja. Ich habe meinen Tea-Time nicht vergessen. Und ich kann Ihnen nur wärmsten empfehlen, meinen wunderschönen Online-Shop auch anzuglubschern. Ab Mai gibt es dann neue Motive von den Tassen. Und ich freue mich drauf. Zurück zum Bild. Ich komme mir cringe genug vor.
初中島さとし神谷明義蔵ただし森 Henry Pham David Brill Oyo Lestiv Robert Lynn Quentin Trollip Oyo Gamisha So. Ich würde sagen, damit habe ich es. Ich werde gleich nur nochmal mit Gold lasieren drüber gehen, sodass, wenn man das dann bewegt, dass es sparkelt. Da mache ich dann auch ein kleines Video dazu. Also so ein paar Sekunden Video halt nochmal. Keine Sorge. Aber jedenfalls, das wäre die fertige Dame. Eine ihrer Lieblings-Animes sind halt Frieren und Detective Conan aus Spike's Family, was ich lustigerweise zu dem Zeitraum auch gerade geguckt habe. Und ich hatte zuerst überlegt, dass ich ihr Yor gebe, aber ich fand das dann auch irgendwie cooler, wenn ich ihr das Frieren-Outfit gebe. Plus, weil sie ja eh diese Doppeltail hat, als ich dann noch die Schlaufen ranmache. Aber zugegeben, ich glaube, da kommt man nicht so alleine rauf. Halt an Anlehnung an Conan. Ich meine, ja, er hat eine Krawatte, aber wenn ich die halt hier vorne rangesetzt hätte, wäre irgendwie komisch gekommen. Also dachte ich mir, es ist cooler, dass es lieber so in die Haare kommt als Ergänzung. Aber es ist dann halt ein sehr unauffälliges Easter Egg. Aber ja, dann mache ich jetzt ein Viertel, schicke das der Auftraggeberin und hoffe, die ist glücklich. Und dann geht es weiter mit Artbook Stuff, denn ich will, wie gesagt, zu Dokumi das fertig kriegen und das ist jetzt mein ganz heißes Goal. Mal sehen, wie viele schlaflose Nächte ich mir dafür gebe. Mal schauen. Ich habe mir das diesen Monat zum Ziel gesetzt, Mann. Und ich kann jetzt die Tasse ein bisschen besser zeigen, weil ist nicht mehr cool. Nochmal sicherheitshalber weg vom Bild. Ich habe Angst, dass was passiert. Ja. Läuft nämlich drin. Ich verstehe das nicht, wo ich das den einen Tag ausprobiert habe, ist nichts rausgelaufen. Nee, das ist halt ein Fehldruck, wie man hier sieht. Hier hat man ja dann so ein bisschen das Muster. Ich kann es leider nicht so gut. Aber ich werde bald, also nächsten Monat, neue Tassen bestellen. Und dann weiß ich ja jetzt, wo die Druckfehler sind. Und dann wird das richtig fresher Shit. Also wenn Sie geile Thermostassen brauchen, besuchen Sie meine Linkliste in der Beschreibung. Wird mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und vielleicht passiert ein Weltwunder und es gibt diesen Monat 2 Videos. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch was Zweites, woran ich arbeiten will, was ich eigentlich auch ganz gerne dann als Video machen will. Mal schauen. Wir werden sehen. Ansonsten werden es vielleicht mal 2 Videos. I don't know. Seid überrascht. Folgt gern diesem komischen Channel. Wird mich freuen. Und Kommentare sind auch echt cool, wenn ihr die Zeit dafür habt. Wäre schön. Ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, ihr könntet es genießen. Und es gibt gleich noch den Sparkle View und dann bis irgendwann